Ferdinand Zehn behauptet, ich kenne mich mit deutschen Balladen besser aus als Schauspielerin Eileen Tetzel. Ferdinand und Eileen bekommen abwechselnd drei zusammenhängende Wörter genannt und müssen anhand dieser Wörter erkennen, um welche berühmte deutsche Ballade es sich handelt. Wer mehr Titel und Dichter des Werks richtig benennt, gewinnt das Duell. Im Falle eines Gleichstandes kommt es zum Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Ferdinand, deine erste Aufgabe. Hier kommen die drei zusammenhängenden Worte. Kam in Pantinen. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane. Du hättest ja wenigstens mal eine Sekunde nachdenken können, Ferdinand. Hm? Und ich kann dir sagen, das stimmt und ist richtig. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll und kam in Pantinen ein Junge daher. So rief er, Junge, wirst ne Bär. So steht's geschrieben, ja, aus dem Jahr 1889. Erster Punkt für Ferdinand. Erste Aufgabe für Eileen. Grinst vom Dachgestühle. Was war das erste Wort? Grinst? Grinst. Grinst vom Dachgestühle. So. Also, das könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, ich fühle mich wie in der Schule. Ist, glaube ich, der Feuerreiter. Machst du schon mal ein Gesicht? Nee, du bleibst so ganz pokermäßig, oder? Bevor ich weiterrede. Ich sag mal so. Also es könnte sein, der Feuerreiter von Eduard Mörike. Das ist richtig. Yay! Jawohl. Der so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen, mit des heil'gen Kreuzes Span, freventlich die Glut besprochen, weh dir grinst vom Dachgestühle, dort der Feind in Höllenschein, Gnade Gott, der Seele dein. Eduard Mörike, der Feuerreiter, 1823, 1824. Erster Punkt auch für Eileen. Zweite Aufgabe für Ferdinand. Als Spielmann reisen. Das ist das zerbrochene Ringlein von Josef von Eichendorff. Das zerbrochene Ringlein ist richtig. Josef von Eichendorff. Ich möchte als Spielmann reisen weit in die Welt hinaus und singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. Zweiter Punkt für Ferdinand. Eileen, deine zweite Aufgabe. Goldenes Geschmeide blitzet. Die Lorelei von Heinrich Heine? Das ist richtig. Die Lorelei von Heinrich Heine. Die schöne Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Richtig, zweiter Punkt für Eileen. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Ferdinand, deine dritte Aufgabe. Visierten wie Falken. Das ist die Heinzelmännchen, die Heinzelmännchen von August Kopisch. Auch dem ist nichts hinzuzufügen. Stimmt. Na, Meißel und Beil und die Säg in Eil und sägten und stachen und hieben und brachen, berappten und kappten, visierten wie Falken und setzten die Balken aus die Heinzelmännchen. Dritter Punkt für Ferdinand. Eileen,
Aufgabe 3. Der wilde Knabe. Warte. Wie viel Bedenkzeit hat man immer? Boah, mach in Ruhe. Wie lange geht die Sendung? Ich bin da. Hab heute nichts mehr vor. Vielleicht machen wir noch mal eine Pipi-Pause fürs Publikum? Ja, der Ferdinand muss irgendwann ins Bett, aber ich bin noch eine Weile wach. Also der Knabe, von dem du sprichst, der ist wild oder was? Der wilde Knabe. Ja, klarer Fall. Na, das ist ja so eine Ballade, die kommt so daher. Aber ich kann jetzt nicht so genau drüber sprechen, aber eigentlich sagt die ja was ganz anderes aus. Mhm. Die ist nämlich von Johann Wolfgang von Goethe. Und es ist das? Und es ist das Heidenröslein. Das Heidenröslein. Und das stimmt. Mhm. Dieser berühmte Satz, und der wilde Knabe brach das Röslein auf der Hain. Ja, das ist wirklich sehr bekannt. Ja, richtig. Dritter Punkt für Eileen. Und letzte Aufgabe für Ferdinand. Und dann wissen wir, ob es ins Stechen geht oder ob der Ferdinand jetzt schon das Duell dann für sich entscheiden kann, wenn Aline falsch antwortet. Die Aufgabe lautet, Ferdinand, Ritter de Langes spotten der Weiß. Das ist der Handschuh von... Friedrich Schiller. Ein Glück. Ja. Das stimmt. Jetzt hast du meinen Wunsch, es spannend zu machen, aber wirklich wörtlich genommen. Und zu Ritter de Langes spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr es mir schwört zu jeder Stund. Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Friedrich Schiller, der Handschuh aus dem Jahr 1797, dein vierter Punkt. Und Eileen, die letzte Aufgabe, die darüber entscheidet, ob Ferdinand direkt gewinnt oder wir ins Stechen gehen. Die drei Worte sind, wo ist Alfons? Die Moritat von Mackie Messer von Bertolt Brecht. Die Moritat von Mackie Messer, Bertolt Brecht. Kai, jetzt tu nicht so. Okay, das können wir gelten lassen. Wo ist Alfons gleich der vorher? Kommt das je ans Sonnenlicht? Wer es immer wissen könnte, Mackie Messer weiß es nicht. Die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper von 1928. Und damit geht's ins Stechen zwischen euch beiden. Die Regeln fürs Stechen sind klar. Drei Worte für euch gemeinsam. Wer schneller die Hand hebt, darf antworten. Antwortet er richtig, hat er gewonnen. Antwortet er falsch, kann der andere antworten. Und dann muss der es richtig sagen. Also, seid ihr bereit? Ja. Dann Daumen drücken fürs Stechen. Hier ist die Aufgabe. Und die drei Worte sind... Die blöde Bande. Also, hallo, Eileen, hallo. Auf warte mal, Moment mal. Also eins ist schon mal klar, Ferdinand hatte die Hand knapp schneller oben. Aber jetzt muss er es auch noch richtig sagen. Maskenball im Hochgebirge von Erich Kästner. Stimmt? Ja, ich glaube schon. Richtig! Ferdinand, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Sieger im Balladenduell. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.